Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Und wie ihr es schon im Thumbnail sehen konntet und in der Videobeschreibung, ich habe 500 Abonnenten. Yay! Ich freue mich mega, Leute. Also ihr seht, ich habe 500 Abonnenten geknackt und ich freue mich tierisch darüber. Wir machen einfach ein kleines Style and Talk. Ich quatsche ein bisschen drauf los. Ich bin heute so ein bisschen verstreut. Es ist sau heiß draußen, also sau heiß, ja, und mein Kopf ist nur im Freibad, ja. Ja, kleines Style and Talk und natürlich, hallo, bei 500 Abonnenten, was glaubt ihr denn? Es gibt natürlich eine Verlosung und es geht direkt los. Ihr Lieben, ich wollte so ein Full Face Bam Style and Talk machen für diesen Anlass, aber wisst ihr was, draußen sind 4000 Grad, ohne Scheiße, es ist Sonntag und es ist so unglaublich heiß, ihr könnt das sehen an diesen Fizzi-Haaren bei mir, ja, und ich schwitze voll, ja, so ist das nun mal, wenn es heiß ist, dann schwitzt man eben auch mal und vor allen Dingen, wenn diese ganzen Softboxen hier einen so anprallen, von da kommt die Sonne, dann ist das nun mal wahr. Deshalb machen wir es einfach so ein bisschen anders, machen nicht so viel Foundation drauf und so, so wie ich es halt machen würde, wenn mir einfach zu warm für Foundation ist. Und bitte wundert euch nicht über meinen schrecklichen Hals, das ist meine alljährliche Sonnenallergie, was auch immer. Ich kriege das jedes Jahr, wenn es warm wird, wenn ich sehr viel in der Sonne bin, dann dreht mein Hals einmal durch und dann ist auch wieder gut. Also wundert euch nicht, mir geht es sehr gut. Ja, mir geht es sehr gut. Okay, passt auf. Ich mache jetzt einfach, ne? Ihr kennt das ja und dabei erzähle ich ein bisschen. Und ja, ihr kennt ja den Anlass für dieses Style and Talk, nicht wahr? Denn ich habe 500 Abonnenten. Was bedeutet das für mich eigentlich, dieses ganze Abonnententhema? Tatsächlich bedeutet das für mich relativ viel, würde ich mal sagen. Und zwar geht es halt hauptsächlich ja um Bestätigung, ne? Also wenn ich mich in die Öffentlichkeit setze und etwas vor der Kamera mache und erzähle, dass dass ich nicht möchte, dass das jemand sieht, dann ist das Quatsch. Ja, ich möchte, dass das jemand sieht. Hallo, sonst mache ich das nicht. Ich möchte mich mitteilen, ich möchte mit euch kommunizieren. Ich möchte einfach vielleicht ein bisschen die Leute amüsieren zum Beispiel. Ja, also ihr dürft gerne herzlichst über mich lachen, kein Problem. Ich kann das nämlich auch sehr gut über mich lachen, also von daher. Ich nehme dieses wunderschöne Scheißerchen hier heute. Und ich schreibe euch alles, was ich benutze, natürlich in die Infobox, wie immer. Und da könnt ihr alles schön nachlesen. Ich halte euch das ein bisschen in die Kamera und dabei rede ich. Ja, also wenn mir jetzt jemand erzählt, ich mache YouTube und es ist mir egal, ob das jemand guckt, dann ist es Blödsinn. Also dann glaube ich das nicht. Ich möchte, dass das jemand guckt. Und ich freue mich natürlich, wenn das jemand guckt. Und ich freue mich immer am allermeisten tatsächlich über Kommentare. Über Kommentare, über Fragen, über all das ganze Thema. Ich liebe das, ich finde das schön. Ich freue mich, wenn ihr so toll dabei seid. Und ich habe hier echt so ein paar Abonnenten, die immer so schöne Kommentare schreiben, die total dabei sind. Und das macht mir natürlich voll Spaß, die zu lesen. Ich schaffe es nicht immer sofort, sie zu beantworten. Das ist einfach so. Ich habe halt eine kleine Tochter, ja, und da ist man nicht immer sofort online und kann sofort reagieren. Ich bemühe mich aber natürlich, auf die Kommentare zu reagieren und euch zu antworten. Und ich freue mich natürlich sehr über die Kommentare. Ja, jetzt habe ich die 500 erreicht und das war echt immer so, ganz ehrlich, hätte das nie gedacht. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich hier wirklich mal 500 Abonnenten habe auf YouTube. Ich weiß, es geht noch mehr. Ich weiß, es geht noch mehr. Und ich bin echt mal gespannt, wie viel wir so zusammen schaffen. Zumal ich ja auch irgendwie gedacht habe, also ich bin kein Mensch, der so groß an sich zweifelt oder so. Das bin ich nicht. Mal abgesehen, wenn es um meinen
Kindeserziehung geht und so, weil da zweifelt man irgendwie, also geht zumindest mir so total immer an sich selber. Aber sonst bin ich ja sehr selbstbewusst. Trotzdem bin ich auch realistisch, ja. Also erstmal, wenn man so sieht, welche Leute auf YouTube so sehr erfolgreich sind, dann sind das natürlich hauptsächlich junge Leute, hauptsächlich sehr hübsche Leute und schlanke Leute. So ist das nun mal. Ob ich jetzt hübsch oder nicht hübsch bin, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich finde mich hübsch, ja. Ich mag mich gerne, ich gucke mir gerne im Spiegel an, ja. Das können alle bestätigen, die mich so kennen. Aber ich bin nicht jung. Ja, also ich bin nicht der typische junge YouTuber, ja. Also ich bin nicht 20 oder 18 oder was auch immer. 38 ist jetzt auch nicht alt, aber ist halt nicht typisch YouTube-jung. Und ich bin vor allem nicht schlank. nein. Das sind definitiv Tatsachen, wo ich wirklich, als ich so angefangen habe mit YouTube, habe ich halt gedacht, Jenny, ist das sinnvoll? Ja, interessiert sich jemand für oder möchte dich überhaupt jemand sehen? Das ist es ja immer. Möchte jemand deine Visage sich angucken? Und habe dann aber mir gesagt, ach weißt du, warum nicht? Also es gibt bestimmt viele da draußen, die gerne YouTube gucken und die halt nicht besonders jung, besonders schlank, besonders wunderschön sind. Und vielleicht finden die es ja auch okay, wenn die mal jemanden sehen, der irgendwie aus den eigenen Reihen stammt. Wisst ihr, was ich meine? Ich freue mich halt auch immer, wenn ich einen YouTuber finde, wo ich das Gefühl habe, wir könnten gerne mal zusammen Kaffee trinken. Den gucke ich eben dann auch ganz besonders gerne. Und ich hoffe, und ich, also das ist auch das, was ich transportieren möchte, weil ich bin halt einfach so, ja. Also ich möchte nicht irgendwie aufgesetzt wirken oder anders sein, als ich bin, weil das habe ich noch nie geschafft, ja. Also ich bin einfach so und ich bin auch kein Typ, der sich verstellen kann. Das fällt mir unheimlich schwer und deshalb wollte ich natürlich das genauso, wie es jetzt ist. Ich hoffe, ihr habt alle da draußen das Gefühl, als könntet ihr gerne mal bei mir zum Kaffee vorbeikommen. Sagt vorher Bescheid, ich muss aufräumen, bei uns sieht es immer aus wie eine Saustange. Wenn man ständig vor der Kamera sitzt, dann kann man auch nicht aufräumen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Also das ist einfach, was nehme ich denn jetzt als nächstes? Hier den, natürlich, ne, den geilen Schimmer, Schimmer. Ich glaube, ich rede einfach so bla bla und alles ist wieder durcheinander. Ich glaube, das wird einfach wieder so sein. Ja, also auf jeden Fall wollte ich gerne, dass ihr euch bei mir wohlfühlt und dass ihr gerne vorbeiguckt und ich möchte vor allen Dingen, dass ihr, wenn ihr auf meinem Kanal seid, euch wertvoll und schön findet. Das möchte ich. Okay, machen wir mal mit dem Gesicht weiter und passt auf. Am 9.04.17 habe ich mein erstes Video hochgeladen auf YouTube und ich habe mir fast ins Hemd gemacht. Wirklich. Ich habe mir echt fast ins Hemd gemacht. Weil ich dachte, übrigens, ich nehme heute keine Foundation. Weil ich ertrage das nicht. Ich nehme nur Concealer. So ein bisschen hier und da. Meine roten Wangen kriege ich eh nicht weg. Meine Sommersprossen, die ich gekriegt habe, übrigens auch nicht. Will ich auch nicht. So, am 9.04.17 habe ich mein erstes Video hochgeladen und ich war derartig aufgeregt und ich war überhaupt nicht sicher, ob das sinnvoll ist, was ich jetzt da mache. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich zum Geburtstag nicht eine Kamera geschenkt gekriegt hätte. Weil ich habe immer gedacht, ja, ach, das ist Spinnerei und so, mach das nicht und du machst dich ja lächerlich und so waren meine Gedanken. Aber irgendwie meine Schwester, die, ich glaube, sie hat genervt, dass ich immer wieder davon geredet hat. Sie ist nämlich öfter mal genervt von mir, ich weiß es schon. ich glaube, sie hat es einfach genervt, dass ich immer wieder davon geredet habe. Ne? Dass ich immer wieder gesagt habe, oh, ich würde eigentlich gerne. Und ich glaube, sie hat sich so gedacht, ja, hey Jenny, meine Fresse, mach doch einfach. Und sie hat das, glaube ich, alles so ein bisschen angeleiert mit der Kamera. Und heute
danke ich ihr auf jeden Fall dafür, weil es macht mir einfach verdammt viel Spaß. Und ich muss auch sagen, das ist mein absolutes großes Hobby und im Moment tatsächlich auch eigentlich mein einziges, weil ich habe nicht mehr Zeit für mehr Hobbys, leider. So ist das nun mal. Ich hätte gerne mehr Zeit für noch andere Hobbys, aber so ist das nun mal. Habe ich im Moment nicht. Deshalb ist das eigentlich mein einziges Hobby. Und ich habe damals das Ganze gemacht, irgendwie ohne Erwartung, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte niemals gedacht, dass das, dass ich irgendwann 500 Abonnenten habe. Klar habe ich mir es gewünscht, ja. Ich habe mir gewünscht, dass ich angeguckt werde, sonst würde ich es auch nicht machen, ja. Dass ich Leute habe, die, ja, die Spaß an meinen Videos haben und dass ich Kommentare kriege und sowas. Natürlich, das habe ich mir alles erwünscht, aber nicht wirklich damit gerechnet. Ich habe es halt einfach gemacht und jetzt, und wie gesagt, vollkommen ohne Erwartungen. Und im Juli 17 hatte ich dann meine 100 Abonnenten und habe schon gedacht, what the fuck, ich habe 100 Abonnenten, wie krass ist das denn? Und jetzt haben wir Juni, fast Juni 18 und ich habe 500 Abonnenten. Und das finde ich zu cool. 500 war irgendwie so eine, ist wie so eine magische Grenze für mich. Ne? Ja, wenn du 500 Abonnenten hast, wie krass ist das denn? Das hätte ich nie gedacht. Ja, und die habe ich jetzt. Und ich freue mich sehr darüber. Das habe ich, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gesagt. Und natürlich, wie ihr schon im Titel gelesen habt, gibt es auch eine kleine Verlosung. Das ist ganz klar. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht über die Verlosung, was ich euch da reinmache. Und dann habe ich mir überlegt, zeige ich euch das vorher? Also zeige ich euch, was in der Verlosungsschatzkiste so drin ist. Und dann habe ich mir gedacht, nö, eigentlich nicht. Ich glaube, ich möchte lieber, dass ihr zu Hause sitzt und überrascht seid. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass jemand diese Verlosungsbox bekommt, der mir auch wirklich intensiv folgt. Das wünsche ich mir natürlich. Ich werde hinterher ziehen quasi. Aus allen, die mitgemacht haben, werde ich eben einfach ziehen und hoffe natürlich wirklich, dass es jemand gewinnt, der wirklich mir folgt und der dann natürlich auch mit den Sachen was anfangen kann, die da drin sind und genau Bescheid weiß sozusagen, ja, warum und weswegen das jetzt da drin ist. Ich habe echt so eine Sammelsurium-Box gemacht. Also ich finde, wo ist jetzt mein da. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Es sind einige Scheißerchen da drin. Und ich würde es so machen, wenn die Verlosung gelaufen ist, dann werde ich ein Video machen und euch zeigen, was da so drin ist. Ja, also alle, die dann nicht gewonnen haben, die können sich dann nochmal angucken, was sie hätten gewinnen können, was so in der Verlosungsbox drin war. Euch nochmal die Nase lang zu machen, ne? Nein, natürlich nicht, aber dann wisst ihr einfach, was ich verlost habe und so würde ich das machen. Ich habe übrigens einen neuen Lieblingspinsel, diesen hier. Den habe ich ganz neu. Das ist der Real Techniques Setting Brush. Und es ist ganz interessant. Der steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Aber ich habe es einfach nie gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal ist man so doof. Ne? Ihr habt ja gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Das ist was, was ich sehr häufig mache, wenn es draußen sehr warm ist und wenn ich nicht so viel Foundation möchte. Ich habe einfach einen Concealer benutzt. In dem Fall jetzt den MAC Waterweight Concealer und eine Puder Foundation. Und zwar habe ich hier die Bake Balance and Brighten Foundation von Laura Geller. Und ich finde die so, so toll. Also die macht ein ganz schönes Hautbild. Ist ein bisschen glowy. Ist einfach ein richtig top Produkt. Also wenn ihr sowas noch sucht. Ich habe übrigens die Farbe Fair. Ich denke für Leute, die richtig, richtig hell sind,
ist das vielleicht schwierig, weil ihr seht ja, so fair bin ich mit dieser Foundation nicht. Ich mache mal ganz kurz meine Wimpern in Ruhe. Ich kann dabei sonst nicht reden. Ihr wisst ja, das ist für mich so kompliziert irgendwie, weil so, ich muss in den Spiegel reinkriechen und deshalb mache ich die mal eben. So, Wimpern habe ich gemacht. Es ist natürlich so, dass meine Verlosungsbox natürlich keine à la Jaclyn Hill sein wird, ja, weil ich kriege halt nicht einen Haufen Kram kostenlos zur Verfügung gestellt. Leider. Natürlich ist es so, ne, je mehr man zur Verfügung gestellt kriegt, desto mehr kann man testen, was auch schön ist. Aber ich weiß auch nicht, ob man nicht irgendwann den Bezug zur Realität verliert und vielleicht auch die Sachen gar nicht mehr so wertschätzt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie erfahren, ob es dann irgendwann so ist. Deshalb... Maler? Ja, nein. Ja, ich weiß, du möchtest immer bei mir sein, mein Schatz. Ich verstehe das. Ich bin ja auch die Beste. Da war wieder das Kind. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ja, ich habe keine Ahnung. Ach ja, genau, bei meinem Giveaway-Paket. Und ich könnte noch ein bisschen mehr von meinem Highlighter-Schätzchen hier auftragen. Muss ich ja einfach mal sagen. Ja, also, ich packe auf jeden Fall ein paar Sachen rein, die ich besonders gerne mag. Ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Die sind auch schon getestet. Ihr werdet, der Gewinner wird es dann sehen. Ja, also wenn ihr es dann nicht benutzen wollt, schmeißt es weg. Aber ich finde es halt schwachsinnig. Ich dachte, ich gebe es einfach mal weiter. Vielleicht mögt ihr es ja. Und ein paar Sachen, wie soll ich das sagen, die ich so rumstehen hatte. Wisst ihr, wo ich gedacht habe, ich werde das eh niemals aufbrauchen. Sachen, die ich mal gekauft habe als Backup oder die ich mal irgendwie bekommen habe in der Glossy Box oder sowas. Wisst ihr, was ich so rum... Oder hier manchmal so Giveaway bei Douglas, ne? Das kriegt man ja manchmal ab 75 Euro. Zum Beispiel kriegt man da irgendwas dazu geschenkt. Sowas halt. Und ein paar Proben. So habe ich mir das gedacht. Und ich hoffe, dass euch das dann, oder demjenigen, der es dann bekommt, gefällt. Und na, ich könnte noch ein bisschen mehr Bronzer gebrauchen. Es ist ganz interessant. Ich habe jetzt ein bisschen Farbe tatsächlich gekriegt. Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der unbedingt so krass braun wird. Aber ich finde, man sieht schon, dass ich ein bisschen Farbe gekriegt habe. Und jetzt könnte ich immer mehr Bronzer auftragen. Noch ein Bronzer, noch mehr Bronzer, noch mehr Bronzer. Juhu! Übrigens, ich habe euch die ja schon ein paar Mal gezeigt, die beiden Sachen. Und habe immer dabei gesagt, dass ich nicht weiß, ob es die noch gibt. Es gibt die. Es gibt die noch. Und es gibt die sogar bei Rossmann in den großen Theken. Also in der kleinen Mini-Make-Up-Revolution-Theke nicht, aber in den großen Theken gibt es die. Weiterhin. Und ja, so viel zum Giveaway. Wir kommen jetzt hier schon zum Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Tolles geredet habe. Ich bin so ein bisschen... es ist einfach zu warm zum Reden, wisst ihr? Und wir gehen auch nachher noch ins Schwimmbad, auch wenn heute alle im Schwimmbad sein werden. Heute Nachmittag, nach dem Mittagsschlaf, denke ich, gehen wir schwimmen. Ich könnte noch ein bisschen Rouge und noch ein bisschen Rouge und noch ein bisschen Rouge auftragen. Ja, also nicht reden, sondern ins Schwimmbad gehen. Das ist auf jeden Fall das, was ich heute noch vorhabe. Das Giveaway, wie nehmt ihr denn teil? Ja, also passt auf, ihr solltet, nein, ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein, das ist ja sowieso ganz klar, das ist wichtig und dann solltet ihr natürlich dem Video einen Daumen hoch geben und was ihr auf jeden Fall machen müsst, um teilzunehmen,
ist einen Kommentar hinterlassen. Und zwar nicht nur irgendeinen Kommentar, sondern entweder einen Videovorschlag, also was ich gerne mal machen soll, was ihr gerne mal sehen möchtet, irgendeine Idee, die ihr habt, wie auch immer, wo ihr denkt, ey, das könnte Jenny auch mal machen. Oder einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag. Also irgendeine, ihr dürft Kritik äußern, ihr dürft Verbesserungswünsche äußern, das dürft ihr machen. Und vielleicht euren Instagram-Namen, damit ich euch anständig benachrichtigen kann. So hätte ich das gerne. Und natürlich solltet ihr 18 sein. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so relevant, dass ich das sage auf meinem Kanal, weil wir sind ja alle hier keine 20. Oder vielleicht gibt es auch 20-Jährige, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ich so ein Kanal unbedingt bin mit so 14-Jährigen oder so. Ne? Also ihr solltet schon 18 sein. Das wäre schon ganz nett. Ansonsten brauche ich auf jeden Fall eine Einverständniserklärung der Eltern. So, guckt mal, meine Augenbrauen sind auch fertig. Dann ein bisschen Lip Liner. Essence Plum Cake Long Lasting Eyeshadow. Long Lasting Lip Liner. Oh, ich liebe den, ey. Einfach schön und dann hauen wir voll drauf auf die Lippen und zwar hier Becker, ne? Glitzer. Ihr wisst ja, meine neue Obsession sind Lipglosse mit Brennen auf den Lippen. Leider brennt der hier nicht. Dafür glitzert der wie Sau. Wenn der jetzt noch brennen würde, ne? Ach, wäre das gut. Aber er brennt nicht. Übrigens sind das die hier. Das ist so ein Opal und Jade heißen die. Liquid Crystal Lip Topper heißen die. Ganz interessant im Moment. Die letzten Wochen habe ich nur Lipgloss getragen. Fast ausschließlich Lipgloss, ey. Eigentlich hasse ich Lipglosse, aber es sieht doch schön aus. Ich finde jetzt im Sommer irgendwie bin ich... Ja, ich mag es jetzt gerade total mit den Lipglossen. So, ich bin fertig. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Also, wenn ihr gewinnen wollt, meinen Kanal abonnieren, einen Daumen hoch geben und in die Kommentare schreiben, was ihr erstens vielleicht besser haben wollt, ja, was ich anders machen sollte oder einen Videovorschlag. Das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ich schreibe euch alle Informationen nochmal in die Infobox, was ich drauf habe, was ihr machen müsst für das Gewinnspiel. Und auch den Tag, an dem ich es auslosen werde. Das schreibe ich auch in die Infobox. Und ja, ich würde sagen, ich bin fertig. Und ich freue mich sehr, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich freue mich über alle alten Zuschauer und alle neuen Zuschauer. Ja. Ich finde es richtig schön, dass ihr bei mir seid. Und ich finde es richtig schön, dass ihr Kommentare schreibt und dass ich mit euch kommunizieren kann. Und ich habe da richtig Bock drauf. Mir macht das immer noch sehr viel Spaß nach einem Jahr YouTube jetzt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, ganz ohne. Es macht mir im Moment so viel Spaß. Ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Und ich möchte immer meinen Kanal verbessern. Ich möchte immer euch schöne Sachen zeigen. Ich möchte mit euch quatschen. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Und ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Schönes. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Hey ho, ihr Lieben. Hey ho, ihr Lieben. Hey ho. Nein, so nicht. Hey ho, ihr Lieben. Jetzt versuchst du dich zu konzentrieren, Jenny. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Konzentrier dich nicht, konzentrier dich nicht. In dem 500 Abonnenten. 500 Abonnenten. Ihr seid toll. Ich sollte noch ein paar Mal klatschen, dann ist das ganz toll in der Kamera. Das beschissenste Intro, was du je gedreht hast, Jenny. oh Mann, oh Mann, okay. Oh Gott, ich gucke wie eine Schwachsinnige, ey. Meine Augenbrauen. Wenn ich noch eine halbe Stunde so weitermache. Ach. Was ist denn? Ach Mensch, ey.
Was machst du denn unten mit Papa? Nein. Wie nein? Gitti. Was ist Gitti? Papa. Papa macht Gitti? Hä? Er kackt? Vom Sandkasten? Ja. Vom Sandkasten bist du so schmutzig im Gesicht? Hm? Hallo. Hallo. Du kleine Maus. Wolltest du auch mal Hallo sagen in die Kamera? Was ist das, ein Schnulli? Darfst du einen Schnulli haben? Ah. Wer sagt das? Eigentlich nein, ne? Eigentlich nein. Wollen wir gleich Mittagsschlaf machen? Du bist ein Frechdachs? Ha! Ja? Hm, das sieht man, du bist ein schmutziger Frechdachs. Ich war auf dem Klo und danach war sie weg. Das wissen wir. Das weiß jetzt auch ganz YouTube, dass du kacken warst. Nein, nein, nein. Du bist auch ein Hund? Und in den Kommentaren kommentieren.